verlassenen Anleger der ehemaligen Docklands. London, 23.58 Uhr. Fast Mitternacht, Boss. Da draußen ist echt keine Sau, Boss. Wenn Jimmy uns verarscht hat. Leg das Ding weg, Pete. Solltest dir mal lieber eine richtige Freundin zulegen. Halt die Klappe, Rory. Auf den ersten Blick wirkte Henry Graff, der deutschstämmige Boss der Gang, die die Straßen des Londoner East End kontrollierte, wie ein Gentleman alter Schule. Doch an dem schmalen, gebräunten Gesicht mit dem Ziegenbärtchen und den lauernden Augen hatte sich sein Lebenswandel eingekerbt. Graff hegte keinen Zweifel, wer ihn um Mitternacht in diese einsame Gegend bestellt hatte. Sein schärfster Konkurrent, der weiter draußen im Osten, in Ilford, die Junkies in den Sozialbauten belieferte. James Tyler. Mitternacht. Henry Graff zückte sein Mobiltelefon, dessen SIM-Karte er täglich wechselte. Ich hab's doch gesagt, Boss. Lass mich die Sache regeln. Ich fahr zu Jimmy und... Hey, Mann, Pete. Was? Jetzt bleib doch mal locker. Burnett, wie sieht's aus? Von hier oben? Alles perfekt. Und still wie in einer beschissenen Kirche. Halt die Augen offen. Geht klar. Rory, du steigst aus und siehst bei der Lagerhalle nach. Hm? Ich dachte, da sind George und Leonard. Ich will nur sicher gehen. Na los, beweg dich, Mann. Klar, Boss. Wie viel extra Zeit gibst du, Jimmy? Und was willst du ihm vorschlagen? Ich meine, was die Lieferungen im Hafen angeht. Überleg ich mir, sobald ich weiß, was er mir anbietet. Du bist der Boss, Henry. Wenn ich dran denke, dass ich jetzt genauso gut mit Gina... Rory! Verfluchter Scheiße! Nein, Mann! Schnell! Was ist los? Ich hab doch gesagt, du sollst bei der Lagerhalle nachsehen. Wir müssen weg hier, Boss! Schnell! Lass ihn rein, Pete. Machen Sie auf! Okay! Bitte! Ist offen, Mann! Gott sei Dank! Was soll der Scheiß? Mach's Maul auf, Rory! Was ist passiert? George und Leonard, die sind beide tot! Und Burnett auch! Was? Jemand hat sie umgelegt! Scheiße! Ich hab doch gerade noch mit ihm gesprochen. Verdammt, Burnett, geh schon ran! Das hat keinen Sinn! Glauben Sie mir! Ich hab doch gesehen! Was? Was war das? Niemand zu sehen. Das war unter uns. Jetzt holen Sie uns auf. Geh raus, hören Sie nach. Ich? Sollten wir nicht lieber... Hast du etwas Schiss, Mann? Was? Nein, ich dachte nur... Scheiße! Kopf runter, Bass! Instinktiv warf Henry Graff sich auf der Rückbank zur Seite und sah noch aus dem Augenwinkel, wie Rory auf dem Beifahrersitz von der Maschinenpistolengarde förmlich durchsiebt wurde. Ihr verfluchten Wichser! Ich hab gesagt, fahr! Hinter ihm, Boss! Henry Graff sah durch die Heckscheibe und starrte in die Fratze einer dunklen Gestalt, die die Mündung einer MP auf ihn richtete. Ein Ruck ging durch die Limousine. Der Wagen schoss nach vorn. Insgesamt 5 Schützen, die wie aus dem Nichts um die Limousine herum erschienen waren. Ihre MPs blitzten auf. Doch in dieser Entfernung waren die Geschosse keine Gefahr mehr. Trotzdem war Henry Graff bleich wie sein eigener Leichnam. Zu deutlich hatte er den Kopf der Gestalt gesehen, die hinter dem Kofferraum emporgewachsen war. Einen Kopf, der aus nichts anderem bestand als einem Totenschädel. Red Roof Bar, London, 0.28 Uhr. Eine halbe Stunde später. Hey, Babe! Noch ein Drink, bevor wir... Na, du weißt schon. Bevor wir was, mein Liebster? Also, ich kann mir denken, was unser süßer Jimmy mit dir vorhat. Für euch immer noch James, Tyler. Na klar.
James. Und wer sagt eigentlich, dass ich euch nicht beide mit nach oben nehme? Schon mein Dad, Gott hab den Penner selig, sagte, auf einem Bein kann man nicht stehen. Quatsch nicht, Gina. Bring mir lieber noch einen Whisky. Leute, was? Guten Abend, Jimmy. Ich hoffe, wir stören nicht. Henry! Pete! Schön, euch zu sehen. Ich weiß echt nicht, halt dein Maul, Jimmy! Halt einfach dein Scheißmaul, klar? Okay, okay. Aber lasst wenigstens die Mädchen gehen. Henry, bitte. Na los, haut ab. Okay, danke, James. Okay, Jungs. Würdet ihr mir jetzt mal verraten, was... Ich hab gesagt, halt die Fresse, Arschloch! Weißt du was, du verlogener Drecksack? Ich reiß dir deine Augen einzeln raus. Ich hab dir schon immer gesagt, Henry, Pete ist kein guter Umgang. Jimmy, wir sind doch beide Geschäftsleute. Klar. Also, was war los vorhin? Wann vorhin? Der Boss fragt dich, ob du vielleicht keine Zeit gehabt hast, uns zu treffen. Ich wusste nichts von einem Treffen. Ricky Lord ist doch dein Mann, oder? Ricky? Fettsack Ricky. Dein Strohmann für diesen beschissenen Laden hier. Er hat uns angerufen und gesagt, dass du uns deine Ecken überlassen willst. Was? Ricky ist tot. Wir haben ihn heute tot aus dem Wasser gefischt. Bullshit. Leck mich, du Penner. Was hast du gesagt? Warte, Pete. Fuck you, Pete. Nun, Jimmy, wenn dein Mann wirklich so ein gutes Alibi hat, dann frage ich mich, wer Pete heute Morgen angerufen hat. Heute Morgen? Genau. Da könnte er tatsächlich noch gelebt haben. Vielleicht hat ihn jemand gezwungen, euch anzurufen. Bullshit. Nein, Mr. Fleming. Genannt Killer Pete. Kein Bullshit. Scheiße, was ist denn das für ein Vogel? Die Waffe runter. Und zwar sofort.